Die Geburt Christi haben wir in geziemender Weise bereits gefeiert. Und ihr habt sie gefeiert mit allem, was in der Welt und was im Himmel ist. Mit dem Stern haben wir uns auf den Weg gemacht. Mit den Magiern haben wir verehrt. Mit den Hirten wurden wir umleuchtet. Mit den Engeln haben wir Lieder gesungen. Mit Simeon haben wir Christus in die Arme genommen. Und mit der greisen und weisen Hanna haben wir uns zu ihm bekannt. Mit ihnen haben wir Dank gesagt, weil er als Fremder in sein Eigentum kam, um den entfremdeten Menschen zu ehren. Jetzt aber ist eine andere Tat, ein anderes Mysterium zu feiern. Ich kann die Freude darüber nicht verbergen. Ich werde von Gott ergriffen. Und beinahe verkünde ich wie Johannes die frohe Botschaft, zwar nicht als Vorläufer, aber wie einer, der aus der Wüste kommt. Christus wird erleuchtet. Lasst uns mit ihm leuchten. Christus wird getauft. Lasst uns mit ihm hinabsteigen, damit wir auch mit ihm hinaufsteigen. So, liebe Schwestern und Brüder, predigt am Fest der Theophanie einst Gregor von Nazianz. Dieser scheue, kluge Kirchenlehrer, den wir Anfang Januar erst vor wenigen Tagen mit seinem Freund Basilius dem Großen gefeiert haben. Er fasst das ganze weihnachtliche Geschehen zusammen und betont den Schlusspunkt, den wir heute begehen. Vielleicht verstehen wir es besser, dass es nicht irgendein Zufall ist, sondern die Kirche feiert seit jeher an diesem 6. Januar, an der Epiphanie oder Theophanie, das Erscheinen der Gottheit Christi. Da kommt nicht irgendein wohlmeinender Jüngling aus Nazareth, der dann in der langen Reihe der Sünder steht und sich taufen lässt und durch die Taufe dann etwas Besonderes wird. Es hat genug Theologen in der Kirchengeschichte gegeben, die genau das angenommen haben. Nein, der sich in der Krippe zeigt, der ist es, der zur Taufe kommt. Das lebendige Wort Gottes. Ganz aus Gott kommt er in die gottfremd gewordene Welt. So haben wir es Weihnachten gehört. Er kommt in dem, was ihm gehört. Er kommt in sein Eigentum, aber die eigentlich ihm gehören, wissen es entweder nicht oder wollen es nicht wissen. Sie widersetzen sich. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und so sehen wir in dem Taufgeschehen hier am Jordan etwas ganz Neues. Er nimmt diese fremd gewordene Welt, was wir in den verschiedenen Evangelien hören, die Sünde dieser Welt, alles das, was sich da zusammengebrockt und zusammengeschmuddelt hat, das nimmt er auf sich und steigt so in den Jordan hinab. Nicht, weil er selber ein Sünder wäre. Nein, weil er ganz aus Gott ist. Weil er den offenen Himmel mitbringt, weil er ihn in sich trägt und an sich hat. Deshalb wird dieser Tag heute ein Tag der Lichter genannt. Und die frühen Christen haben es von Anfang an als einen Tag der Lichter gefeiert, jenen 6. Januar, von dem unser ein wenig künstliches Fest zum Abschluss der Weihnachtszeit ein Nachklang ist. Vielleicht verstehen wir auch jetzt den Zusammenhang der ganzen Lichtorgien, die uns in den letzten Wochen begleitet haben, auf öffentlichen Plätzen, in Geschäften und vielleicht zu Hause an den Fenstern. All das hat zu tun mit dem, der selber von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann werden wir sagen, das ist schön und gut, das kann man natürlich leicht sagen. Aber Gregor von Nazianz deutet es an, wenn er sagt, Christus wird erleuchtet, lasst uns mit ihm leuchten. Weil man dieses Geschehen so ernst genommen hat, hat man neben der Osternacht auch an Epiphanie Christen getauft. Also eigentlich nur zweimal im Jahr. Ostern und an der Theophanie, an der Erscheinung des Herrn. Weil Taufe heißt, was heißt es? Ob uns das eigentlich noch klar ist? Wir müssten eigentlich, wenn wir Getaufte sind, das ganze Jahr irgendwie mit so etwas wie einem brennenden Christbaum auf dem Kopf herumlaufen. Oder irgendwie so einen Sticker haben, der immer blinkt. Das ist nämlich der Sinn.
Getauft zu sein heißt, erleuchtet zu sein, heißt zu Christus, dem Licht dieser Welt, zu gehören. Einen anderen Sinn haben all die Lichter nicht. Und ich weiß, viele, die sie anzünden, wissen nicht mehr um den ursprünglichen Sinn. Aber wir sollten es wissen. Und wir sollten dieses Licht von Weihnachten, das ja zugleich ein Licht von Ostern ist, tief in uns aufnehmen, damit wir anfangen zu leuchten. Jetzt werden Sie sagen, naja, wie mache ich das denn? Manchmal ist meine Batterie leer. Auch die spirituelle Batterie kann manchmal leer werden. Ich weiß nicht richtig, wo der Akku ist. Finde ich nicht mehr. Das ist heute eh so ein Geschäft mit den verschiedenen, dann passt der Adapter nicht und so. So ist das auch im geistlichen Leben. Wir suchen immer den richtigen Adapter. Wir finden nicht den richtigen Anschluss. Wir wechseln die Geräte und meinen, dann klappt es wieder. Und trotzdem sind wir manchmal als Christen doch nur eine erbärmliche Funzel statt Licht der Welt. Wie geht es? Der Prophet Jesaja gibt uns einen Hinweis. Der ist ganz unscheinbar zugegebenermaßen, aber er scheint mir doch zentral zu sein. In einer Welt, die immer rücksichtsloser wird, denken Sie an das Verhalten von Wirtschaft, an das Verhalten in manchen Betrieben, worunter Sie möglicherweise selber leiden, auch leider in der Kirche, in der Politik. Was heißt doch, Licht der Welt zu sein, das Licht von Christus aufzunehmen? Der Prophet Jesaja sagt es. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das sind zwei sehr einfache Bilder und doch kann man die mitnehmen in dieses Jahr hinein jetzt und das zu einer Lebensmaxime machen, weil das bedeutet, wie Christus zu leuchten. Der Prophet sagt hier von ihm als Prophezeiung, der macht keinen Krach auf der Straße, der lärmt nicht, der schreit und posaunt nicht durch die verschiedenen Medien hinaus. Er überzeugt dadurch, dass er so tut, das zerknickte Rohr nicht zerbrechen. Wie viele Angeschlagene haben wir neben uns und mit uns? Ach ja, ich weiß, die sind anstrengend. Wir alle sind irgendwann anstrengend und irgendwann angeschlagen und sind wie so ein klimmender Docht. Der qualmt nur und rußt nur, wird eh nichts mehr draus. So schnell geht das. Wird aussortiert, passt nicht unsere Gesellschaft in das ganze Leistungsdrama, das sich da abspielt, schon bei Kindern. Am besten lernen die ja auch im Kindergarten schon mit 4 Jahren 5 Fremdsprachen, damit sie später auch ihr Freisemester in Peking machen können. Was wir produzieren, liebe Schwestern und Brüder, sind klimmende Dochte, zerknickte Rohre, schon bei den kleinsten. Wer will da von den Alten sprechen? Wie viel wert ist ein menschliches Leben, das am Verlöschen ist, das am Tropf hängt, im Koma liegt? Das werdende Leben im Mutterleib, wie viel ist es wert? Nichts, nichts in unserer Gesellschaft. Und all das heißt, das Wort des Propheten im Blick auf Christus, das Licht der Welt, ernst zu nehmen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den klimmenden Docht löscht er nicht aus. Ich will Ihrer Fantasie keine Grenzen setzen. Sie werden andere Bereiche finden, wo Sie das anwenden können. Aber tun Sie es. Und sobald Sie es tun, manchmal nur ein wenig, zumindest es versuchen, beginnen Sie und beginnen wir alle zu leuchten und Zeugnis abzulegen von dem, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt.